Wieder lassen Sie sich inspirieren von den Allgäuer Bergen bei Hinterstein. Ich finde, es gibt es auch in der Musik. Weißt du, so, zum Beispiel ein Jodler von dir, der sich so drüber schmeißt. Diesmal ist es Hedwigs Stimme, die Peter braucht. Ist ja total unspektakulär, aber es ist so. Diese Wolkenwelle, die sich bei so einer föhnigen Situation über manchmal genau über den Grat wölbt. Und dann sieht man eben nicht, wo ist der Grat und der Berg und wo ist diese Wolkenwelle. Das war dieses Oho, Oho. Manchmal müssen sie lange warten, bis sie entstehen, die richtigen Klänge. Ich erwarte nicht, dass mir jetzt eine Melodie einfällt, sondern ich genieße den Moment und dann darf was hochkommen. Wenn man wartet, dann kommen halt auch so andere Komponenten dazu, jetzt wie der Wind zum Beispiel, finde ich jetzt einfach ganz schön. Also die Natur, die hat ja auch so Klänge bereit, die man jetzt sonst nicht so wahrnimmt, wenn man das gleich fühlt. Ich habe das Gefühl, dass die nichts beeinflussen möchte. Dass die geduldig ist ohne Ende, wenn man die Bäume anschaut, die Blumen anschaut. Die brauchen halt bestimmte Situationen, wo sie kommen dürfen. Und wenn es nicht so ist, dann kommen sie halt nicht. Die machen es uns vor. Geduld hat er auch mit sich selbst haben müssen. Bis er sich getraut hat, seiner inneren Stimme zu folgen und sein Hobby zum Beruf zu machen. Heute lebt Peter Stanecker vom Musikmachen. Er weiß, dass alle Schritte bis dahin wichtig waren. Ich bin manchmal auch ungeduldig und möchte was erledigt haben. Aber ich bin immer besser darin, wenn es dann nicht klappt, mir zu sagen, Mensch, das hat schon seinen Grund, warum es jetzt nicht klappt, und lass da ein bisschen Zeit. Also ich war früher viel, viel zielorientierter, wollte es erledigt haben, als ich es heute bin. Und deswegen freue ich mich über die guten Sachen, wenn es passieren. Und wenn es halt Sachen sind, die nicht passieren, dann warte ich gerne noch. In Peterstal im Oberallgäu lebt Peter mit seiner kleinen Familie. Seit Emmas Geburt hat sich vieles verändert. Auch sie brachte ihm das Warten bei. Geduld ist für mich eine Form der Liebe. Oh, und sagen Danke. 2 Jahre, 5 Monate, so geduldig war ich, glaube ich, noch nie davor. Okay. Ab und zu habe ich ganz schön Engpässe gehabt, aber ich habe schon einen Haufen gelernt. Danke, Emma. In der Emma-Reis-Kapelle am Fuße des Gründen haben sie schon oft geprobt. Inzwischen sind die Musiker bekannt im ganzen Allgäu. Unter dem Namen Fulmera treten sie auf, füllen Kirchenräume mit ihren Klangbildern. Auch hier kommt es darauf an, warten zu können. Die Wartephasen sind jedes Mal, bevor ich mich fühle, da mache ich jetzt mit. Und selbst während mitmachen, selbst während mitklingen, sind Wartephasen, wo ich jetzt zum Beispiel einen Ton aushalte, weil ich weiß, oh, jetzt würde ich es mir wünschen und jetzt kommt die Hedwig und die singt da rein und dann erst lasse ich meinen Ton ausklingen. Nicht nur mit ihren Klängen wollen sie Menschen berühren, auch mit dem, was dazwischen liegt.